Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vortex. Wir wollen unseren Zaun fertig bauen, bevor die Nacht hier reinbricht. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Weil es sehr schnell dunkel wird, glaube ich, gleich. Ich kriege ja hier vorne noch eine fertig oder so. Zack, eine fertig. Einer nur? Ah, es wird schon dunkel. Kann ich eigentlich mit dem Feuerzeug in der Hand dort tragen? Ich glaube schon, ne? Ja, kann ich. So, es wird dunkel. Das heißt, gleich wird's witzig. Hey, hey. Na komm. So, mit meiner bisschen Ausdauer, die ich noch habe, versuche ich das mal hier noch ein bisschen umzukloppen. Das waren schon alle hier, ne? Oh nein, da oben steht noch einer. So. Das wird bei weitem nicht reichen. Aber immerhin. Ein, zwei kriegen wir fertig. Na komm. Huh, ich hänge fest. So. Ein Hin- und Hergelaufe. So, da haben wir schon noch ein paar fertig gekriegt als zwei. Aber jetzt haben wir auch keine Baumstämme mehr. Na, guck mal, hier hinten sind sie hingerollt. Krass, ne? So. So, haben wir doch noch ein paar fertig. Und ich speichere mal schnell. Zack. Und jetzt gucke ich mal, haben wir noch irgendwo Bambus als da gehabt? Hier hinten noch irgendwo, ne? Ah ja, einer war hier. Oh, oh Gott. Weg hier. Wo? Wo? Ich sehe nichts. Da hinten. Und das lockt irgendwie die Viecher, glaube ich, an. Ich verziehe mich. Speichere nochmal. Was macht das da? Ich bin mal ganz leise. Und ich esse mal was. Scheiße, die kommen hier hin. Oh, sind das viele. Oh, es kommt noch so ein Vieh über den Scheißding. Genau hier neben, ey. Nur nicht weit weg.
Viecher sind hier ganz in der Nähe. Geh weg. Hier ist keiner. Geh weg. Oh oh. Ich hab's geahnt. Oh, meine Basis kaputt. Lass das sein. Oh, die machen die voll im Arsch jetzt. Ich renne jetzt einfach. Macht meine Basis nicht kaputt. Ich hab's geahnt. Boah, wie die rennen denn, ey. Boah, da sind noch mehr. Boah, die machen mich voll fertig. Ich renne weg. Ich renne einfach weg. Oh, die Viecher sind immer noch hinter mir. Alter. Heftig, ey. Boah, krass. Na, wo bist du? Krieg ich dich nicht? Habt ihr euch festgebackt? Hallo? Aua! Oh, nein, ihr habt euch nicht festgebackt, ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe nicht einen getroffen von den Viechern. Ey. Ich muss überleben. Du Pisser. Ich brauche Stöcker. Heftig, ey. Boah, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Das sind 4, 5 Stück. Hallo. Oh, die krieg ich nicht. Heftig, ich krieg die nicht. Ich kann die nicht töten oder so. Oh, die nur mich. Heftig, ey. Hauen die jetzt nicht ab oder was? Oh Mann. Boah, ihr Scheißviecher, ey. Das sind 5 Stück. 5 Stück. Ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Hauen sie jetzt vielleicht ab oder was? Hier kommen die nicht hin, ne?
Das hat ja schon mal was, wenn sie hier nicht hinkommen. Aber was soll ich jetzt hier machen? Ich kann hier irgendwie auch nicht weg. Boah, jedes Mal, wenn die so schreien, haben die eingesehen. Boah, da stehen sie alle. Da sind sie wieder. Alle fünf. Boah, ey. Ich brauche mehr Speere, ey. Versuchen die jetzt lang zu rennen, ne? Ich würde mich auch interessieren, ob die verziehen, wenn es hell wird. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär hier, aber was soll ich tun? Ich will jetzt auch nicht wieder sterben. Andererseits, was hilft's denn, wenn die Viecher immer wieder kommen? Ich muss die killen irgendwie. Es werden auch von Nacht zu Nacht mehr, habe ich das Gefühl. Ach ja. Na, wo seid ihr denn? Lauft ihr hier unten rum? Ey, krasse Scheiße. Ach, es wird wieder hell, Gott sei Dank. Sieht zumindest danach aus. Ich könnte auch mal mein Feuerzeug wieder in die Hand nehmen. Hilft ja sowieso nichts. Es ist nur der Mond. Ja, wo seid ihr denn? Da seid ihr ja. Hallo. Boah, seid ihr hässlich, ey. Der eine hat so noch den Speer im Kopf stecken. Am Kopf. Ich würde die gern killen. Ich krieg mich nicht. Ah, ich krieg ihn. Ab und zu zumindest. Ich erwische ihn nicht richtig. Ja, Ausdauer. Der verreckt nicht. Ausdauer muss steigen. Na komm schon. Ich erwische irgendwie nur am Arm oder so. Jawohl, nee, doch nicht. Er kippt um, jetzt kippt er um. Na du? Aua. Einen habe ich umgebracht von euch. Die hauen nicht ab, ne? Die kommen auf Felsen nicht drauf. Das ist schon mal ein Hinweis.
Hier zum Beispiel könnte man dann wunderbar drauf bauen. Wenn wir die Viecher hier wegkriegen würden. Aber wenn ich jetzt lade, habe ich ja das Problem, dass... jetzt hauen sie ab oder was? Hä? Bin ich jetzt in einer Grauzone oder sowas? Sie nehme ich jetzt hier nicht? Riechen wir durch die Gegend, besonders der mit dem Pfeil im Kopf. Haut bloß ab. Wenn ich jetzt wieder hier hingehe, schreien sie alle rum und sehen mich. Nee, doch nicht. Scheint, der eine kommt zurück. Die anderen hauen ab oder was? Jetzt kommen die doch wieder. Das gibt's doch gar nicht. Geht doch weg. Der hockt da wieder rum. Hier war das. Ne, da. Geht weg. Das ist unglaublich, ey. Mistviecher. Was willst du trinken? Ich warte jetzt, bis sie sich ein bisschen verzogen haben und dann hau ich ab. Jetzt hat mich doch einer wieder gesehen, oder was? Wenn er geschrien hat. Weißt du, schreien ja nur, wenn sie mich gesehen haben. Mann, jetzt verzieht euch doch mal. Rennen die hier die ganze Zeit jetzt rum, oder was? Geh weg, geh weg. Ah, jetzt kommt der wieder, ich fass es nicht. Ganz ruhig bleiben. Nichts. Es wird alles gut. Geh weg. Hier gibt's nichts. Ich schmeck nicht. Fress jemand anderen. Oh Gott. Jetzt hänge ich hier die ganze Folge auf dem blöden Felsen rum. Die anderen scheinen aber abgehauen zu sein. Glaube ich zumindest. Ja, mal ein bisschen das Verhalten hier studieren. Der rennt jetzt da rum. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe, sieht er mich und das war wieder alles. Ich bin bestimmt wieder alle an der Backe. Wo ist er jetzt? Da unten rennt er lang. Okay, dann verpiss ich mich jetzt noch hier unten. Ob das was bringt. Wenn nicht, dann haben sie mich jetzt halt. Oh, da oben ist er. Ich bin nicht hier. Oh, ich fasse es nicht. Es war klar, der hat mich gesehen.
Na? Festgebackt? Mistviech. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Wasserreserve. Ich weiß nicht, ob die Viecher ins Wasser gehen. Das Wasser ist weg. Sehr schön. Kann ich hier drauf laufen? Kann ich. Komm her, du Mistviech, jetzt mach ich dich kalt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Friss das, du Mistviech. Fall um. So. Noch einer was hier. Mach es jetzt kalt. Du Mistviech, komm her. Und du auch. Na, kommen die jetzt? Na, ihr Mistviecher? Aua, shit. Das war nicht so gut. Ich habe keine Dingspflanze mehr. Kann ich die so auch essen? Das war nicht gut. Zwei Stück sind es noch. Ich weiß nicht, wie ich sie klein kriege. So, jetzt habe ich schon mal zwei, kann ich mir schon mal zwei oder drei Speere basteln. Da läuft ein Schwein rum. Ich höre es im Hintergrund. So. Trinken tue ich jetzt auch einfach mal, weil ich es habe. So. Mann. Na komm. Put, 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 put. Shit. Boah, fuck. Das kriege ich so nicht hin. Ich muss mir mehr Pfeile machen. Ich muss Inventar loswerden. Der wiegt 11. Weg damit. Oh oh. Hab ich sie doch noch gehört, die Mistviecher. Was ist das denn? Ach, hier ist ein Schwein. Na, häng ich so fest? Wollt ihr das Schwein nicht fressen? Aber die gehen nicht ins Wasser rein. Ist schon mal ein Zeichen.
Ich brauche einen Busch, wo ich ein paar Dings machen kann, ein paar Speere. Mistviecher, ey. Die kommen jetzt natürlich auch immer wieder, ne? So. Na, wo seid ihr, ihr Mistviecher? Euch kriege ich noch. Na, von wo kommen sie? Hallochen. Jo. Nimm das und das und den auch. Geht doch. Oh, du auch. Hallo. Shit. Wir haben keine Pfeile mehr. Mistviech. Genau, geh mal ein bisschen weiter weg. Ich bin sofort wieder angelaufen, wenn ich ins Außenwasser rausgehe, ey. Sofort. Da hatte ich keine Büsche. Ich weiß nicht, wie viele Schläge ich noch ab kann. Da kriege ich meine Speere nicht wieder raus. Verdammt, gehe ich da hinten hin. Kam auch schon wieder angelaufen. Wer ist das Schwein? Speer. So, und jetzt wirst du leiden. Da ist er. Na komm. Mistviech. So. Das musste jetzt sein. Den letzten Speer noch reingekloppt. So. Ich sehe auf die Uhr und sehe Überlänge, aber das macht überhaupt nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Migidi.